Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, ich kann Ihnen in den nächsten Minuten ein bisschen von der Faszination dunkle Materie erzählen. Ich möchte in diesem Vortrag erstmal darauf eingehen, wo sie sich zeigt, weshalb wir von dunkler Materie sprechen. Und dann natürlich im zweiten Teil der Frage nachgehen und kurz skizzieren, wie wir nach dunkler Materie suchen, was die typischen experimentellen Ansätze sind, um wirklich dunkle Materie letztendlich auch wirklich entdecken zu können. Ich möchte, bevor ich wirklich zur dunklen Materie gehe, wie wir es gerade eben schon gehört haben, noch mal einen Schritt zurückgehen zu einem Phänomen oder einem System, das Sie eigentlich gut kennen, nämlich unserem Sonnensystem hier mit den Planeten und ihren Umlaufbahnen um die Sonne, wie es ja auch Kepler schon beschrieben hat. Und Kepler war der Erste, der eine Relation zwischen der Umlaufzeit, den Perioden und den Ellipsen hier, also dem Abstand der Planeten, hergeleitet hat. Letztendlich steht hier eine Formel, die schon so etwas hergibt wie eine Beziehung zwischen der Geschwindigkeit der Planeten um die Sonne und dem Abstand der Planeten von der Sonne. Wir schreiben das heute auch in einer anderen Form, indem wir physikalisch die Gravitationskraft, wie ich sie hier hingeschrieben habe, ohne darauf einzugehen, gleich der Zentrifugalkraft setzen. Und dann können wir die Geschwindigkeit, die Rotationsgeschwindigkeit der Planeten um die Sonne als Funktion ihres Abstandes zur Sonne auftragen. Und dann kriegt man hier eine schöne Kurve und Sie sehen hier, all diese Planeten liegen ganz schön auf dieser Kurve hier und diese Kurve verstehen wir auch, wenn wir eben die beiden Kräfte hier gleichsetzen, Zentrifugal- und Gravitationskraft. Diese Kurve ist nämlich beschrieben als die Geschwindigkeit ist proportional zum Kehrwert der Wurzel des Abstandes. Es mag hier ein bisschen mathematisch sein, worauf es mir ankommt ist, wir verstehen sehr wohl diese Rotationskurve von Planeten, von Objekten um unsere Sonne. Und das ist also eigentlich ein zentrales Ergebnis schon der frühen Beschreibung oder des Verständnisses der Gravitation. Bevor ich jetzt weitergehe, möchte ich hier nochmal ein paar Zahlen einfach nochmal einwerfen, um Ihnen eine Relation zu geben, auch was dann im Weiteren kommt. Die Erde hier hat eine Rotationsgeschwindigkeit um die Sonne von etwa 30 Kilometern pro Sekunde. Das ist eine typische Geschwindigkeit. Wenn wir den äußersten Planeten, wenn wir Pluto mal wegnehmen, Neptun betrachten, dann hat er einen Abstand von der Sonne von 4,5 Milliarden Kilometern. Das ist eigentlich eine Riesenzahl, aber wenn man sie mal umsetzt in Lichtjahre oder Lichtsekunden, dann entspricht das 15.000 Lichtsekunden. Das heißt, Licht vom Neptun braucht 15.000 Sekunden, um zur Sonne zu kommen oder natürlich umgekehrt. Und eine typische Größe, die ich eigentlich im Folgenden verwenden werde, sind Lichtjahre. Diese 15.000 Lichtsekunden sind dann letztendlich nur 0,5 Promille von einem Lichtjahr. Das heißt, diese Riesenzahl hier übersetzt sich, wenn ich die Einheit Lichtjahre nehme, in eine ganz kleine Zahl. Wir sind hier in unserem Sonnensystem. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter in unsere Heimatgalaxie, in die Milchstraße und Sie sehen dann gleich, dass wir hier mit ganz anderen Zahlen und Dimensionen arbeiten. Gucken wir uns also unsere Galaxie an und die Sonne in der Milchstraße. Diese Milchstraße, die man hier sehen kann, hier am südlichen Himmel in Europa, ist eigentlich eine Balkenspiralgalaxie. Sie ist 13,6 Milliarden Jahre alt und der Durchmesser der Milchstraße sind jetzt etwa 100.000 Lichtjahre. Was vorhin 0,5 Promille von einem Lichtjahr war, sind hier jetzt 100.000 Lichtjahre. Sie sehen die Dimension einfach von der Milchstraße. Es sind etwa 300 Milliarden Sterne in unserer Galaxie und die Masse in Sonnen ausgedrückt in etwa 1 Billion Sonnenmassen. Und unsere Sonne ist ein Stern in unserer Milchstraße und hat einen Abstand von 27.000 Lichtjahren vom galaktischen Zentrum. Jetzt stellt sich die Frage, wie schnell rotiert unsere Sonne um das galaktische Zentrum? Wir befinden uns also hier in einer künstlerischen Darstellung, das ist unsere Spiralgalaxie auf einem Arm hier, auf dem Orionarm. Und die Frage ist, wie schnell rotiert jetzt die Sonne um das galaktische Zentrum, so wie wir gerade gesehen haben, wie sich die Planeten um die Sonne drehen. Dazu gucken wir uns jetzt auch nochmal in der Darstellung an, wie würde unsere Milchstraße aussehen, wenn wir aus der Milchstraße heraustreten könnten
und die Milchstraße von der Seite angucken würden. Dann hätten wir die Spiralarme, die würden hier eigentlich eine Scheibe bilden. Und im Inneren der Milchstraße wäre so eine Verdickung, eine sphärische Verdickung, die englisch Bulge genannt wird, ein Zentralbereich. Und Sie sehen nochmal die Abstände, also der Durchmesser 100.000 Lichtjahre und der Abstand der Sonne etwa 27.000 Lichtjahre vom Zentrum. Und jetzt können wir wieder angucken, wie würden wir eigentlich erwarten, dass mit welcher Rotationsgeschwindigkeit die Sonne um das galaktische Zentrum rotiert. Und dann tragen wir hier die Rotationsgeschwindigkeit auf in Kilometern pro Sekunde und hier den Abstand jetzt der Sonne oder der Sterne zum galaktischen Zentrum in 1000 Lichtjahren. Und jetzt können wir angucken, so wie Kepler das im Prinzip gemacht hat, als Zentralbereich nehmen wir alle Sterne, was vorher die Sonne in unserem Sonnensystem war, ist jetzt praktisch der innere Bereich hier dieser Sterne, die sehr viel Masse haben und ein Gravitationspotenzial bilden. Und wenn wir dann wieder hier das Verhalten von Kepler annehmen würden, dann würde sich die Sonne auf dieser Linie befinden. Sie sehen auch hier wieder den Abfall, genau wie wir ihn hier von Kepler haben, 1 durch Wurzel r. Und die Sonne hätte dann eine Geschwindigkeit von etwa 70 Kilometern pro Sekunde um das galaktische Zentrum. Das ist, wenn wir den Bulge hier berücksichtigen. Wenn wir jetzt natürlich noch zusätzlich berücksichtigen, dass wir hier auch noch eine Scheibe und Sterne innerhalb des Orbits der Sonne um das galaktische Zentrum haben, da müssen wir das ein bisschen korrigieren. Dann kommt noch ein Effekt von der Scheibe dazu. Wenn wir beides, alle Sterne hier berücksichtigen, die im Inneren sind, dann erwarten wir eine Rotationsgeschwindigkeit der Sonne von etwa 150 Kilometern pro Sekunde. Tatsächlich messen wir eine Rotationsgeschwindigkeit der Sonne von 230 Kilometern pro Sekunde. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie jetzt mit einem Auto durch eine Kurve fahren, wo die Kurve zugelassen ist für 150 Kilometer pro Sekunde und Sie fahren 230 Kilometer pro Sekunde. Was Sie erwarten ist, dass es Sie aus der Kurve rausträgt. Das heißt, die Frage ist, wie ist es möglich eigentlich, dass die Sonne, und Sie sehen hier auch die anderen Sterne unserer Milchstraße, so viel größere Rotationsgeschwindigkeiten haben. Wie gesagt, was wir hier ableiten, ist die Rotationsgeschwindigkeit aus dem Gravitationsgesetz, wenn wir alle Sterne hier aufsummieren. Das heißt, in unserem System muss noch mehr im Inneren sein, das gravitativ wirkt, das dafür sorgt, dass die Sonne, bildlich gesprochen, nicht wirklich aus dem Orbit rausfällt, dass die Galaxie als System gebunden bleibt. Und das ist eben ein zusätzlicher Anteil, den wir Halo nennen, den wir hier tatsächlich gar nicht sehen, den wir aber mal dazu stecken können, damit wir dann wirklich diese Rotationskurve beschreiben können. Wenn wir jetzt diesen Halo übersetzen in einen Anteil, wie viel muss der ausmachen an Masse im Vergleich zum Bulge und der Scheibe, dann muss dieser Halo 10 bis 20 Mal größer sein, mehr Masse haben, als alle leuchtenden Sterne. Das ist das, was wir dann den dunklen Materie-Halo in unserer Galaxie nennen. Also ist nicht ein kleiner Korrekturfaktor, sondern ein Faktor 10 bis 20 mehr Masse als alle Sterne in diesem System. Und das Faszinierende ist, dass man das eigentlich noch nicht mal zuerst in unserer Milchstraße entdeckt hat, sondern in vielen anderen Spiralgalaxien. Das heißt, dieser Effekt ist universell für alle Galaxien. Ist nicht was Besonderes für unsere Milchstraße, sondern das gilt für alle Galaxien. In allen Spiralgalaxien haben wir ein Vielfaches mehr an dunkler Materie als leuchtende Materie, wenn wir die Rotationskurve der Sterne betrachten. Das ist jetzt im Vergleich zu unserem Sonnensystem ein sehr großes System, die Milchstraße. Wenn man aber jetzt wirklich die großen Skalen betrachtet, wo sich dunkle Materie zeigt, dann sind diese Galaxien eigentlich die kleinsten Systeme, die wir haben. Wir können noch viele Schritte weitergehen, Galaxienhaufen betrachten, Kollision von Galaxienhaufen. Überall findet sich dunkle Materie, Hinweise auf dunkle Materie, auf die ich jetzt aber hier heute Abend nicht eingehen will. Ich mache jetzt den ultimativen Schritt und gehe zum größten System, das wir kennen. Das ist unser Universum.
Und dieses Bild veranschaulicht auch wieder ein bisschen künstlerisch unser heutiges Weltbild. So stellen wir uns unser Universum vor und wie es sich entwickelt hat. Vom Urknall, dem Big Bang, bis zu unserem heutigen Universum hier, eine Expansion oder eine Entwicklung von 13,7 Milliarden Jahren. Wir haben hier am Anfang ein sehr heißes, sehr dichtes, sehr kleines Universum, ganz nahe am Urknall, am Big Bang, das sich dann ausdehnt und letztendlich die heutige Form hat. Und das Interessante ist jetzt, dass wir uns überlegen müssen, wie entwickelt sich dieses Universum von einem dichten, homogenen Universum, also einer Art Ursuppe, wo praktisch keine Struktur war, zu einem Universum heute, in dem wir Galaxien haben, Galaxienhaufen. Und die erste Frage, die ich ein bisschen genauer angucken will, ist, wie sieht unser heutiges Universum tatsächlich aus? Das ist ja hier jetzt nur ein bisschen grafisch dargestellt. Wir gucken uns also nochmal an, wie können wir unser heutiges Universum fassen und beschreiben. Und da gibt es sogenannte Himmelsdurchmusterungen, zwei prominente Beispiele, 2DF, Two Degrees Field Survey und den Sloan Digital Sky Survey mit Teleskopen, hat man hier vor einigen Jahren mehrere hunderttausend, fast über eine Million von Galaxien vermessen und eingetragen. Und was Sie hier sehen, ist praktisch von uns, vom Beobachter aus, ein Himmelsausschnitt betrachtet. Wir gucken hier also in der Entfernung von einer Milliarde Lichtjahre, 1,5 Milliarden Lichtjahren. Und jeder Punkt hier, jeder blaue Punkt, ist eine Galaxie. Ja? Also dieses künstlerische Bild hier ist das, was wir tatsächlich messen und beobachten. Was Sie jetzt hier schon sehen, da ist Struktur. Da hat es so ein, wie Waben hier, Knoten. Wenn man weiter nach außen geht, dann nimmt diese Struktur ein bisschen ab. Das ist genau die Übersetzung, dass wir bei 1,5 Milliarden Lichtjahre in Richtung Big Bang gehen. Aber wir sehen hier wirklich diese Strukturen und wir müssen uns fragen, wie können wir letztendlich diese Strukturen beschreiben? Und wenn wir noch mal ein bisschen einfach reinzoomen, dann sieht man hier eines, es gibt praktisch Bereiche, sogenannte Voids, Leerräume, in denen fast gar keine Galaxien sind heutzutage. Und dann gibt es hier Bereiche, wo extrem viele Galaxien sind. Das heißt, es hat sich eine Struktur gebildet. Wir sprechen in der Physik von Größenordnung 1. Wir haben also Bereiche, wo nichts ist und Bereiche, wo ganz viel ist. Und am Anfang, nach dem Urknall, hatten wir eine Ursuppe. Da war überall gleich viel Suppe. Jetzt ist die Frage, wie kann man diese Entwicklung verstehen? Und um dahin zu kommen, mache ich jetzt einen kleinen Ausflug nochmal zurück. Wir gucken uns den Himmel an. Was Sie hier sehen, ist jetzt eine Himmelskarte. Das heißt, wir gucken uns den Himmel in einer Kugel um unsere Erde herum in alle Richtungen an und haben jetzt praktisch eine Kugeloberfläche und projizieren diese Kugeloberfläche auf eine Ebene. Und dann kriegen wir das Bild hier. Ja? Das ist praktisch der aufgeklappte Himmel. Das heißt, der Punkt hier schließt direkt an dem Punkt an, aufgeklappt. Und die Struktur, die wir hier sehen in der Mitte, in galaktischen Koordinaten, ist es so gemacht, dass wir unsere Milchstraße genau in der Mitte haben in dem Bild. Wir sehen hier die Milchstraße leuchten im sichtbaren Licht. Wenn wir uns das angucken, wie ich hier geschrieben habe, elektromagnetische Strahlung, dann ist das sichtbare Licht ein kleiner Ausschnitt hier von dem ganzen Bereich, in dem wir elektromagnetische Strahlung messen können. Und jetzt gehen wir einfach mal in einen anderen Wellenlängenbereich. Das heißt, wir gucken uns die gleiche Himmelskarte an, indem wir aber nach elektromagnetischer Strahlung von einer verschiedenen Wellenlänge oder verschiedenen Energie angucken. Da können wir uns hier mal den Infrarotbereich angucken. Und dann sieht man die gleiche Struktur. Die Milchstraße leuchtet nicht nur im sichtbaren Bereich, sondern auch im Infrarotlicht. Ein bisschen breiter vielleicht, aber ansonsten eine schöne Struktur dieser Milchstraße. Gehen wir einen Schritt weiter, gucken zu den höchstenergetischen Strahlen, also in Gammastrahlen hier. Und mit einem Teleskop in der Erdatmosphäre aufgenommen, dann sieht man auch hier wieder sehr wohl die Milchstraße. Jetzt leuchten in ganz hochenergetischer kosmischer Strahlung.
Und dann gibt es aber hier auch so ein paar Strukturen, die man im Wesentlichen eben als Substrukturen unserer Milchstraße verstehen kann. Wieder ein schönes strukturiertes Bild unseres Himmels. Gehen wir noch zu einer anderen Wellenlänge. Jetzt springen wir von den ganz hohen Energien zu den Mikrowellen. Und dann sieht der Himmel so aus. Der ist nicht dunkel, aber er leuchtet in dieser Mikrowellenstrahlung aus allen Richtungen gleich. Jetzt kann man sagen, das ist keine Struktur, das ist ganz uninteressant. Aber für dieses Nicht-Strukturbild gab es den Nobelpreis für die beiden Herren hier. Und warum? Weil das im Prinzip das erste Bild unseres Universums ist, 380.000 Jahre nach dem Urknall. Wir leben heute in einem Universum, das ist 13,7 Milliarden Jahre alt. Und wir können hier zurückgucken, 380.000 Jahre nach dem Urknall. Also ein Wimpernschlag nach dem Urknall im Prinzip zurückgucken. Und wie kann man das dann verstehen? Dichtes Universum. Da bestand unser Universum im Wesentlichen aus Protonen und Elektronen, den Bausteinen von Wasserstoff und Photonen und von Licht. Jetzt war das Universum hier so heiß und dicht, dass die Lichtteilchen, Licht, ständig an den Protonen und Elektronen oder an den Wasserstoffatomen gestreut haben, ihre Energie deponiert haben und wieder Einzelprotonen und Elektronen erzeugt haben. Das war ein sogenanntes Plasma hier. Es war so heiß, dass das Licht eigentlich nie rauskam. Das hat ständig sofort eine Wechselwirkung gemacht mit der Materie hier. Dann expandiert das Universum, kühlt sich langsam ab und irgendwann haben diese Photonen weniger Energie und die Wasserstoffatome hier sind weit genug auseinander, sodass diese Photonen hier eigentlich nicht mehr an den Wasserstoffatomen streuen. Wenn sie nicht mehr streuen, bewegen sie sich frei. Wenn sie sich frei bewegen, heißt es, unser Universum wird transparent. Diese Strahlung kann sich plötzlich im Raum ausbreiten. Und das tut sie seit 380.000 Jahren nach dem Urknall bis heute. Dabei dehnt sich das Universum aus, kühlt sich ab, die Strahlung wird kälter, hat heute etwa 3 Kelvin Temperatur und das ist genau das Bild, was wir heute messen. Dafür gab es den Nobelpreis. Jetzt kann man sagen, okay, das war's. Das war es aber nicht. Das war natürlich so eine entscheidende Beobachtung, mehr oder weniger durch Zufall von diesen beiden Herren, dass man dann gesagt hat, das möchte man genauer untersuchen. Und dann hat man extra einen Satelliten gestartet, 1989, den COBE-Satelliten, um diese kosmische Hintergrundstrahlung genauer zu vermessen. Und dann hat man festgestellt, was erst gar keine Struktur hatte, wenn man genauer hinguckt, hat sehr wohl eine Struktur. Da gibt es verschiedene farbige Bereiche. Das heißt, diese blauen Bereiche sind etwas kälter als die grünen Bereiche. Also hier gibt es eine Substruktur. Und diese Substruktur ist schon ein Hinweis darauf, dass sich da eine Struktur in unserem Universum bildet. Dass es schon nicht mehr ganz so perfekt homogen, so die perfekte Ursuppe war wie zum Urknall. Und auch dafür gab es wieder den Nobelpreis für die zwei Herren, die aber wirklich gezielt nach dieser kosmischen Hintergrundstrahlung geguckt haben. Das war uns Physikern immer noch nicht gut genug oder den Astronomen. Und die Europäer haben dann eine neue Mission gestartet, 2009 den Planck-Satelliten gestartet und haben mit einer unglaublich guten Genauigkeit diese kosmische Hintergrundstrahlung nochmal vermessen. Und das ist heute das beste Bild dieser kosmischen Hintergrundstrahlung, das wir haben. Das zeigt jetzt hier also eine Körnigkeit, eine Granularität. Das heißt, da ist irgendwas da. Im Großen und Ganzen ist es zwar eine Strahlung, die von überall kommt, aber dennoch leichte Unterschiede hat. Und diese Unterschiede sind auf einem Level von 10 hoch minus 5 für die Insider. Das heißt, diese kleinen Fluktuationen oder Unterschiede in der Temperatur entsprechen, wenn überall hier 1.000-Euro-Scheine verteilt sind, wäre an der Stelle 1 Cent mehr drauf und an der Stelle wäre 1 Cent weniger. Ja, das sind diese Fluktuationen, die wir haben. 380.000 Jahre nach dem Urknall. Jetzt müssen wir uns fragen, wie kommen wir von diesen kleinen Fluktuationen zu diesen Fluktuationen, die ich vorhin gezeigt habe, wo da die Leerräume waren und an den anderen Stellen viele Galaxien.
Und das kann man eigentlich heute machen. Also ich gehe noch mal da auf das Bild. In unserem Bild gesprochen, habe ich vorhin erklärt, die Photonen, das Licht, kann sich plötzlich frei bewegen. Das wäre also das Bild, wenn die Wasserstoffatome alle wunderbar gleich verteilt sind. Aber so ist es nicht. Wir sehen diese Temperaturschwankungen der Photonen und die sagen uns, dass auch die Wasserstoffatome am Anfang hier nicht perfekt gleich verteilt waren. Auch die hatten schon eine kleine Dichteerhöhung hier vielleicht und weniger Dichteraum an einer anderen Stelle. Und jetzt geht man her und kann mit der Gravitationstheorie, allgemeine Relativitätstheorie vom Universum versuchen, dieses Bild, jetzt muss ich nochmal sagen, das ist die Beobachtung, einfach ein bisschen gedreht. Ich hoffe, Sie erkennen das wieder, was ich vorhin gezeigt habe. Das sind genau diese Filamente und die Leerräume. Das alles, was hier blau eingefärbt sind, sind Himmelsdurchmusterungen. Jeder blaue Punkt wieder eine Galaxie. Das ist Messung, Beobachtung. Und auf der rechten Seite einfach gespiegelt, was wir simulieren, wie diese Struktur heute aussehen sollte. Hier, wenn wir nur die Materie reinstecken, die ich gerade eben gezeigt habe. Wasserstoffatome, Protonen, Elektronen, die Bausteine, die wir kennen. Und jetzt können Sie selber vergleichen, das passt nicht. Wenn wir jetzt aber noch zusätzlich reinstecken, dass wir im frühen Universum auch dunkle Materie drin haben, die auch eine Masse hat, die auch Gravitation unterliegt und Gravitation ausübt auf unsere Materie, dann sieht das Bild anders aus, dann sieht es so aus, simuliert. Jetzt können wir uns das wieder vergleichen und das passt sehr gut. Natürlich macht man das heute mit detaillierten statistischen Analysen und das passt wirklich sehr gut zusammen. Aber hier, glaube ich, sieht man auch schon so auf den ersten Blick, dass das gut passt. Im Ergebnis heißt es, wenn wir dunkle Materie in unsere Entwicklung unseres Universums mit aufnehmen, dann verstehen wir die Entwicklung unseres Universums vom Urknall bis heute. Und nur dann. Ja, das ist also der zweite, der große Schritt, in den größten Strukturen zu erkennen, wir brauchen dunkle Materie. Okay, haben wir alles gelöst? Es gibt dunkle Materie. Jetzt ist die Frage, ja, was ist es, die dunkle Materie? Wie können wir es beschreiben? Und die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht. Ja, wir haben diesen Effekt, wir wissen, dass wir die gravitative Wirkung dieser dunklen Materie sehen, im Universum, in Galaxienhaufen. Aber die Frage ist, was steckt dahinter? Und jetzt kann man ein bisschen ein Ausschlussverfahren machen und sich mal überlegen, was kann es nicht sein? Dunkle Materie besteht nicht aus schwarzen Löchern. Es besteht auch nicht aus erloschenen Sternen oder unsichtbaren Planeten. Erklärung ist, ganz kurz, können wir hinterher noch gerne etwas detailliert diskutieren, schwarze Löcher haben wir nicht in Galaxien wirklich gemessen, kleine schwarze Löcher, die den Halo ausbilden könnten und kleine, sehr kleine schwarze Löcher wären noch nicht mal stabil, die wären schon wieder verschwunden während der Entwicklung unseres Universums, scheiden aus. Das Gleiche gilt für erloschende Sterne oder unsichtbare Planeten. Man hat ganz gezielt nach solchen Objekten gesucht, man hat manche gefunden, aber bei weitem nicht genug, um wirklich diesen riesigen Halo, den wir brauchen, erklären zu können. Dann ist die Frage, ist diese dunkle Materie einfach interstellarer, intergalaktischer Staub, den wir einfach nicht sehen können, weil unsere Teleskope, unsere Beobachtungen noch nicht gut genug sind? Aber auch hier wissen wir von ganz gezielten Beobachtungen, dass die Gravitation, die Sterne und Galaxien zusammenhalten, nicht dort ist, wo der intergalaktische Staub ist. Das heißt, das passt nicht zusammen. Auch das kann die Lösung nicht sein. Und dann habe ich vorhin ja angesprochen, unsere Bausteine der Materie, unserer bekannten Materie, Protonen, Neutronen, Elektronen, ist denn dunkle Materie wenigstens, besteht sie wenigstens aus diesen Elementarteilchen? Und auch da ist die Antwort nein. Das kann nicht sein, weil aus der Elemententstehung im frühen Universum wir wissen, dass diese Bausteine nur 5% der Gesamtmaterie ausmachen können.
So, das lässt uns noch mehr zurück. Aus was besteht dunkle Materie? Die erste Frage, alles, was ich jetzt hergeleitet habe, war immer unter der Voraussetzung, wir vergleichen die Systeme, benutzen die Gravitation und stellen fest, da fehlt irgendwas, da fehlt was, wir brauchen dunkle Materie. Und die Frage ist natürlich, die man sich ernsthaft stellt, immer noch, ist unsere Theorie der Gravitation vielleicht nicht letztendlich die beste Theorie? Muss die erweitert werden? Also ist selbst die allgemeine Relativitätstheorie noch nicht vollständig genug, dass es eigentlich ein Effekt von einer nicht verstandenen Theorie ist und wir gar keine zusätzliche dunkle Materie brauchen? Da gibt es viele Ansätze und ich kann das auch noch nicht komplett ausschließen, aber es gibt noch keine schlüssige Antwort darauf. Und Selbstentwicklung, eine Erweiterung der allgemeinen Relativitätstheorie braucht immer noch dunkle Materie. Also meine etwas persönliche Meinung ist, die allgemeine Relativitätstheorie ist so gut, beschreibt die Phänomene so perfekt, dass es keinen Grund gibt, daran zu zweifeln oder irgendwie diese dunkle Materie mit einer weiteren Gravitationstheorie beschreiben zu können. Wenn es das nicht ist, dann kommt der nächste Ansatz, der uns über 120 Jahre jetzt erfolgreich durch die Teilchenwelt geführt hat. Wir beschreiben alle Materie letztendlich durch elementare Teilchen. Das heißt, wir suchen nach einem neuen oder nach einem elementaren Teilchen, das die dunkle Materie ausmacht in unseren großen astrophysikalischen Strukturen. Und da kann man sich nochmal fragen, welche Bedingungen, welche Eigenschaften müssen diese Teilchen haben? Okay, dunkle Materie muss dunkel sein, das klingt mal vernünftig. Dunkle Materie muss seit dem frühen Universum bis heute da sein. Ich habe gezeigt, diese Entwicklung bis heute, da muss die dunkle Materie da sein. Dunkle Materie zeigt sich in diesen großen Systemen, Galaxien, Galaxienhaufen. Und sie bildet diese Struktur, sie muss also klumpen, sie muss in der Lage sein, Verdichtungen auszuführen, dass wir irgendwo ganz viele Galaxien und an anderen Stellen Leerräume haben. Und diese etwas umgangssprachlichen Formulierungen kann man ein bisschen mehr in eine physikalische Sprache übersetzen. Diese dunkle Materie muss eigentlich transparent sein. Sie darf nicht leuchten, das heißt, sie darf keine elektromagnetische Kraft oder eine starke Kernkraft spüren. Wenn die Teilchen die ganze Zeit da sind, heißt es übersetzt nichts anderes als diese neuartigen Teilchen der dunklen Materie müssen stabil sein, dürfen nicht zerfallen, zumindest auf einer kosmologischen Skala, das heißt auf einer Zeitskala von Milliarden Jahren. Dass wir sie sehen, heißt, sie unterliegt der Gravitationswechselwirkung, das ist klar, nur so haben wir sie das erste Mal wirklich entdeckt, aber das ist auf jeden Fall festzuhalten. Und dieses Klumpen heißt, dass dunkle Materie im frühen Universum schon langsam gewesen sein muss, dass sie praktisch von der Gravitation angezogen wird. Das heißt, wir sprechen von kalter dunkler Materie. Manche von Ihnen haben vielleicht schon gehört, heiße dunkle Materie, kalte dunkle Materie, sie muss kalt sein. Und das sind eigentlich nicht viele Eigenschaften, die wir da verlangen, aber das sind genügend, um festzustellen, keines unserer Elementarteilchen, die wir kennen, erfüllt diese Eigenschaften. Das heißt, wir brauchen was Neues, irgendein neues Teilchen. Das ist natürlich spannend, jetzt zu sagen, okay, was kann dieses neue Teilchen sein? Und das ist toll, weil das bietet den Kollegen der Theorie eine unglaublich große Spielwiese. Man kann jetzt überlegen, welche neue Teilchen können wir einführen, was gibt es? Und erschrecken Sie nicht über das nächste Bild hier. Das zeigt Ihnen hier mal ein Bild, was es alles für Theorien gibt, die unser Standardmodell der Teilchenphysik erweitern, indem dann so ein neuartiges Teilchen auftaucht, das dunkle Materie sein könnte. Da gibt es also dann Axion, sterile Neutrinos, den dunklen Sektor, Supersymmetrie, Extradimension, eine Erweiterung des Higgs-Teilchens und alle möglichen Kombinationen. Ich gehe ganz sicher nicht auf die Einzelheiten hier ein. Und in diesen Theorien bekommen dann diese Teilchen, die da drin stecken, eine Masse und eine Wahrscheinlichkeit, mit normaler Materie wechselzuwirken. Und das ist in diesem Graphen hier aufgetragen. Das ist die Wahrscheinlichkeit und hier aufgetragen die Masse der Teilchen. Jetzt sehen Sie hier ganz schöne, einfache Zahlen von 10 bis minus 40.
aber das ist eine logarithmische Skala. Wenn Sie diese Wechselwirkungswahrscheinlichkeit, diese Skala hier übersetzen würden in eine Längenskala, dann wäre das kleiner als ein Wasserstoffatom und das größer als unser Universum. Das ist eine Riesenskala hier. Und die Massenskala wäre hier übersetzt in vielleicht anschaulicher Begriffe kleiner als die Masse eines menschlichen Haares hier und schwerer als die ganze Sonne hier. Das heißt, diese Skalen hier sind einfach nur riesig. Und da drin finden Sie jetzt bestimmte Bereiche für diese Teilchen, wie häufig sie wechselwirken und wie schwer diese Teilchen wären. Auch hier wird ein Bild, wenn Sie sich das überlegen, das drückt in gewisser Weise unser Unwissen darüber aus, welches Teilchen denn diese dunkle Materie ausmacht. Das kann ein superschweres Teilchen sein mit irgendeiner Wechselwirkung. Das kann ein Axion sein, das ist super leicht. Das kann ein Wimp sein oder irgendwas anderes. Und das ist jetzt natürlich spannend. Wie guckt man jetzt hier, wie kann ich jetzt hier in diesem Bereich nach dunkler Materie suchen? Als experimenteller Physiker, der ein Experiment machen will und gucken will. Das heißt, wir müssen uns jetzt nochmal in gewisser Weise eine Hypothese, eine Arbeitshypothese zurechtlegen. Und ich picke mir hier eine raus, das ist dieses, der grüne Bereich hier, das ist hier ein bisschen schematisch dargestellt, dieses WIMP. Was heißt WIMP? WIMP steht für Englisch Weakly Interacting Massive Particle, also ein schwach wechselwirkendes, massives Teilchen. Das ist genau verkürzt die Eigenschaft, die wir brauchen, damit diese dunkle Materie genau die Strukturen formt, die wir an unserem Himmel sehen. Und dieses Weakly Interacting Massive Particle in der Supersymmetrie findet jetzt plötzlich ein Pendant. Was heißt Supersymmetrie? Auch hier, bitte nicht erschrecken. Das sind die elementaren Teilchen, die wir kennen in unserem Standardmodell der Teilchenphysik. Alle uns bekannten Materie und die Wechselwirkung können wir zurückführen auf diese Teilchen. Das sind die Quarks, die Bestandteile von Protonen, Neutronen, Atomen, Kernen. Hier sind die Neutrinos, da ist das Elektron und seine schweren Partner. Und das hier sind die Austauschteilchen für die Kräfte und das Higgs-Boson, das man kürzlich jetzt auch noch gefunden hat. Jetzt ist es so, dieses Standardmodell beschreibt sehr, sehr viele Phänomene wunderbar, aber wir Physiker glauben, das ist noch nicht der Wahrheit letzter Schluss, weil manche Fragen in diesem Standardmodell noch nicht wirklich geklärt werden können. Und da gibt es eine Theorie, die sagt, ja, wenn wir noch eine Schattenwelt haben oder eine symmetrische Welt aus anderen Teilchen, sogenannten SUSY-Teilchen, für jedes Teilchen gibt es ein supersymmetrisches Partnerteilchen, dann können wir die Probleme, die wir in unserem Standardmodell haben, sehr gut lösen. Leider haben wir von den Teilchen noch keins gefunden. Das ist also eine reine Theorie, eine reine Hypothese. Das Faszinierende an dieser Hypothese ist, dass es hier eine Teilchenkombination gibt, die auf wunderbare Weise genau die Eigenschaften hat, die wir brauchen, um unsere Phänomene in Galaxien und Galaxienhaufen zu erklären. Das heißt, wir haben hier eine Verbindung zwischen der Teilchentheorie und der Astronomie, sodass wir hier praktisch das gleiche Teilchen hätten. Das macht eigentlich diese Suche nach diesem WIMP oder in der Supersymmetrie gesprochen nach dem Neutralino so interessant. Das ist also ein wirklich besonderer Kandidat in diesem großen Teilchen zu. Wenn dieses Bild stimmt, dann ist es faszinierend, weil dann können wir relativ gut verstehen, wie diese dunkle Materie-Teilchen, das WIMP oder in der Supersymmetrie dieses Neutralino mit normaler Materie wechselwirkt. Normale Materie habe ich hier geschrieben mit SM für Standardmodellsteilchen. Und das ist jetzt hier vereinfacht, Feynman-Graphen nennen wir das, das eine Wechselwirkung auf eine schematische Art und Weise beschreibt. Wir haben hier einen Zeitpfeil, die Zeit geht also von links nach rechts. Sie sehen, hier kommen zwei Dark-Matter-Teilchen, zwei dunkle Materie-Teilchen, treffen sich hier in diesem schwarzen Punkt, da passiert irgendwas. Und nach der Wechselwirkung kommen zwei Standardmodellsteilchen raus. Sowas nennen wir Paarvernichtung. Es werden hier zwei Teilchen vernichtet und es entstehen zwei neue.
Das ist ein Prozess, den wir erwarten, wenn dieses supersymmetrische Bild mit den WIMPs passt. Und dementsprechend guckt man nach solchen Prozessen. Das macht man, indem man nach diesen Teilchen in der kosmischen Strahlung guckt. Wenn diese WIMPs in unserem galaktischen Halo sind und die treffen sich, vernichten sich, produzieren neue Teilchen, Standardmodellsteilchen, dann können wir nach denen aus dem All suchen. Mit Satelliten, mit Messinstrumenten auf der Internationalen Raumstation, mit Teleskopen, wo man nach hochenergetischer Gammastrahlung guckt, oder am Südpol, tief im ewigen Eis, wo man nach Neutrinos guckt. Es ist also ein Weg, nach diesen Sekundärteilchen zu gucken, in unserem dunklen Materie-Jargon sprechen wir hier von indirekter Suche, weil wir nicht wirklich die dunkle Materie-Teilchen sehen, sondern einen Überschuss an Elektronen, ihren Antiteilchen, Positronen oder nach Photonen oder nach Neutrinos oder selbst nach Antimaterie, die aus dem All kommen würde, aus solchen Prozessen. Jetzt nehmen wir den gleichen Feynman-Graphen und jetzt habe ich ein Standardmodellsteilchen geschrieben. Und auf die rechte Seite die WIMPs. Das heißt, hier treffen sich zwei Standardmodellsteilchen, es passiert was und hinterher kommen zwei Dark Matter-Teilchen raus. Das ist also praktisch ein Produktionsmechanismus. Und auch nach dem kann man gucken, an Teilchenbeschleunigern wird es gemacht. Zum Beispiel am CERN mit dem LHC in Genf mit dem großen Beschleuniger. Da schießt man Protonen aufeinander, entstehen sehr viele Teilchen. Und wenn da dunkle Materieteilchen entstehen, die ja praktisch überhaupt nicht mit der anderen Materie wechselwirken, dann fehlt in diesem Bild plötzlich was. Nach diesem fehlenden Teil sucht man dann in den großen Experimenten am CERN. Und last but not least kann ich den Graphen nochmal drehen. Jetzt habe ich meine Teilchen, WIMP-Teilchen da oben, Standardmodellsteilchen da unten, die Zeit immer noch von links nach rechts. Das heißt, ich habe am Anfang ein Dark Matter-Teilchen und ein normales Teilchen und am Ende ein Dark Matter-Teilchen und ein normales Teilchen. Das heißt, es ist ein Streuprozess. Mein Dark Matter-Teilchen trifft auf ein normales Standardmodellsteilchen, fliegt wieder weg und das Standardmodellsteilchen bleibt übrig. Das ist Streuung an Atomkernen und das sind dann Experimente, wie sie hier dargestellt sind, wo wir nach solchen Standardmodellsteilchen suchen. Jetzt ist die Frage noch mal ganz kurz, wie wird es dann im Experiment aussehen? Ich habe am Anfang gesagt, wir haben diesen Halo um unsere Galaxie und wir haben diese Simulation, das ist noch mal der Leerraum, das sind hier die ganzen Galaxien, Filamente und man kann hier im Zoom reingucken in diesen Simulationen, die sind heutzutage super genau gemacht. Wir haben hier einen Ausschnitt von 1 Million Lichtjahren und hier alles, was Sie hier leuchten sehen, muss ich sagen, ist nicht leuchtende Materie, sondern nur eine Darstellung der dunklen Materie in diesen Simulationen. Und aus diesen Simulationen kann man sich jetzt wirklich berechnen, mit welcher Geschwindigkeit sich diese Teilchen bewegen. Und dann kriegt man hier so einen Graphen, ich gehe nicht groß drauf ein, das ist hier die Häufigkeit, das ist die Geschwindigkeit der Teilchen. Und Sie sehen hier, wenn Sie einfach die Zahl nehmen, grob bewegen sich diese dunklen Materieteilchen in unserem Halo, in unserer Galaxie, grob mit einer Geschwindigkeit von 300 Kilometern pro Sekunde. Also etwa mit der Geschwindigkeit unserer Sonne um das galaktische Zentrum. Und dann kann man aus dieser Rotationskurve, die ich ja gezeigt habe am Anfang, kann man bestimmen, wie viel Halo brauche ich denn, damit die Rotationskurve stimmt. Ich kann also auch in etwa die Massendichte, also die Masse dieses dunklen Materie-Halos bestimmen. Ich habe also beides, die Masse, die Gesamtmasse und die Geschwindigkeit der Teilchen und kann das kombinieren. Und was ich hier brauche an dunkler Materie-Dichte, das ist etwa ein dunkle Materie-Teilchen in einem Volumen von einem Glühweinglas. Wenn Sie nachher also noch einen Glühwein drüben trinken, denken Sie dran, vielleicht finden Sie ein dunkles Materieteilchen da drin. Im Mittel sollte eins drin sein. Und dann kann man das kombinieren und dann kann ich den Fluss von dunkler Materie, von WIMPs bestimmen und komme auf eine etwa geschätzte Zahl von 100.000 pro Quadratzentimeter und Sekunde. Also
Durch Ihren Daumennagel geht jede Sekunde etwa 100.000 Wimpteilchen. Aber Sie merken nichts davon. Also, es wäre schön. Die Zahl klingt vielleicht groß, aber Sie kennen noch ein anderes sogenanntes Geisterteilchen, Neutrinos von der Sonne. Das sind 60 Milliarden pro Quadratzentimeter und Sekunde. Das heißt, in Relation zu den Neutrinos von der Sonne ist die Häufigkeit oder der Fluss dieser dunklen Materieteilchen doch deutlich kleiner. Aber hier ist ein Fluss. Wir können uns vorstellen, wie die Wechselwirkung stattfinden kann. Und dementsprechend können wir jetzt rangehen an ein Experiment. Was ist die Herausforderung? Wir wollen also nach so einer Streuung von einem dunklen Materieteilchen an einem normalen Teilchen gucken. Das heißt hier an einem Atomkern. Das heißt, das dunkle Materieteilchen kommt raus, rein, fliegt wieder raus und was übrig bleibt, ist ein Atomkern, der getroffen wurde und der sich jetzt bewegt. Wie häufig kann sowas vorkommen? Naja, das ist dunkle Materie, wir haben sehr wenig Wechselwirkungen. Das heißt, wir erwarten eine Rate von weniger als einem solchen Ereignis pro Kilogramm Masse, Detektor, was wir aufbauen, pro Jahr. Und zusätzlich sind diese Teilchen eigentlich relativ langsam. Diese 300 Kilometer pro Sekunde ist für Teilchenphysik eine unglaublich langsame, kleine Geschwindigkeit. Das heißt, der Rückstoß des Kerns hier wird nur ganz wenig Energie haben. Also ich suche nach einem seltenen Ereignis, das noch zusätzlich ganz wenig Signalstärke hat. Jetzt kann man diese Zahlen mal vergleichen mit uns. Jeder Körper, ich nehme an meiner, ich nehme auch an Ihr, hat pro Sekunde und pro Kilogramm 150 radioaktive Zerfälle. Die passieren immer. Das heißt, wenn Sie einfach mit Ihrem Körper an das Messgerät gehen, mit dem ich hier ein Ereignis pro Kilogramm und Jahr messen will, dann geht es nicht. Da würde ich dauernd nur die radioaktiven Zerfälle messen, die von mir oder von der Umgebung stammen. Des Weiteren, wir haben einen Vorteil, das werden wir nachher nochmal sehen, diese radioaktiven Zerfälle werden in dem Bild eher so ein Elektron treffen als den Atomkern. Da habe ich eine Chance vielleicht zu unterscheiden, ist es ein Atomkern, der sich hier bewegt oder ein Elektron. Aber wir haben noch ein zweites großes Problem, wir haben kosmische Strahlung. Hier an der Erdoberfläche werden wir dauernd bombardiert von kosmischer Strahlung. Wir haben allein 100 Myonen, kosmische Myonen pro Sekunde und Quadratmeter, die dauernd auf uns niederprasseln. Also wir selber oder unsere Umgebung, das Material ist im Prinzip radioaktiv und wir haben zusätzlich kosmische Strahlung. Wir haben keine Chance, so ein Ereignis zu finden, wenn wir nicht tief unter Tage gehen. Und es wird gemacht, weltweit geht man in Untergrundlabore tief ins Erdinnere, also mehrere Kilometer tief in den Boden, in Nordamerika, in Europa, in den Pyrenäen, in England, in den Alpen, im Gran Sasso, in China, in Japan und auch geplant in den Anden. Also alle Experimente, die nach so einer Streuung von dunkler Materie suchen, gehen in ein Bergwerk, in einen Tunnel, auf jeden Fall tief unter Tage, um zumindest mal kosmische Strahlung abzuschirmen. Und dann ist die Frage, wie können wir jetzt so ein einzelnes Teilchen messen? So eine Wechselwirkung, so ein Stoß. So ein Stoß kann dann in einem Detektor verschiedene Signale machen. Dieser Kern, der sich bewegt, der kann dazu führen, dass ich Ladung messen kann, weil sich der Kern von den Elektronen trennt. Der Kern kann das Medium anregen zu leuchten. Ich kann Licht messen. Und wenn sich so ein Kern bewegt, dann bewegt sich was in meinem System und erzeugt Wärme. Das heißt, ich habe drei Möglichkeiten, nach so einem gestoßenen Atomkern zu suchen. Und ich kann auch Kombinationen von diesen Signalen verwenden. Und das wird aktiv gemacht in verschiedenen Experimenten. Ich bin an dem Edelweiß-Experiment beteiligt, weshalb ich das noch ein bisschen im Folgenden darstellen möchte. Wie sieht es aus? Wir nehmen einen Germanium-Kristall hier und kühlen den zunächst mal ab. Wir kühlen ihn auf eine Temperatur von 18.000stel Kelvin. Das ist in Grad Celsius minus 273,13.
da fehlen eben nur noch 20.000stel bis zum absoluten Nullpunkt. Wenn der Kristall so kalt ist, dann ist das Kristallgitter mehr oder weniger eingefroren. Und wenn jetzt nur ein einzelner Atomkern hier getroffen wird, dann macht er Gitterschwingungen in dem Kristall. Und diese Gitterschwingungen, auch wenn sie klein sind, sind groß genug, damit es hier eine kleine Temperaturänderung im Kristall gibt und die kann ich messen. So ein Signal sieht zum Beispiel so aus. Die Temperaturerhöhung ist etwa ein Millionstel Kelvin. Aber das Ganze passiert hier für eine Millisekunde und das kann ich messen, wenn ich den Kristall abkühle. Jetzt nehme ich Germanium. Manche von Ihnen wissen, Germanium ist ein Halbleiter. Ich kann noch einen Schritt weiter gehen. Ich kann an diesen Halbleiter Elektroden anlegen. Und wenn sich der Kern bewegt, dann werden da auch Elektronen und sogenannte Löcher produziert. Und ich kann die Elektronen sammeln. Und dann habe ich auch noch ein Ladungssignal. Ich habe also die Wärme und die Ladung. Und so ein Germaniumkristall, wenn er ein Detektor wird, sieht dann letztendlich so aus. Das ist ein 1:1 Modell von so einem Detektor. Ich lasse ihn gerne mal rumgehen, wenn Sie reingucken möchten. Also Maßstab 1:1, aber das ist kein Germanium, weil das wäre zu teuer. Das ist hier Edelstahl, aber es hat auch etwa die gleiche Dichte, spezifische Dichte. Es gibt Ihnen ein gutes Gefühl dafür, wie so ein einzelner Detektor aussieht. Was man hier sieht, dieses Plättchen, das ist das Thermometer, mit dem wir die Temperatur messen. Und diese Ringe, die Sie hier sehen, das sind diese Elektroden, mit denen wir die Ladung sammeln. Und wie ich gesagt habe, eine Kombination aus Wärme und Ionisation ist jetzt fantastisch. Ein Maß haben wir nämlich für ein gegebenes Wärmesignal, für den Stoß, viel Ionisation, viele Elektronen. Dann können wir daraus schließen, dass das Elektronen waren, die sich bewegt haben, also Radioaktivität und kein dunkles Materiesignal. Haben wir die gleiche Wärme, aber ganz wenig Ladung, dann kann das ein WIMP-Signal sein, weil es dann ein gestoßener Kern war. Das heißt, die Kombination ist das Faszinierende, um vieles von der Radioaktivität aus der Umgebung abtrennen zu können. Das Experiment selbst wird in den französisch-italienischen Alpen durchgeführt. Das ist hier schön. Im Winter kann man Skifahren, wenn man nicht im Tunnel arbeitet. Das ist der Eingang in den Straßentunnel, 13 Kilometer lang, nach 6,5 Kilometer, genau in der Mitte vom Tunnel ist das Untergrundlabor. Da fahren Sie links ran, rechts ran, steigen aus, überqueren die Straße, gehen ins Untergrundlabor, machen die Tür zu und dann ist schön ruhig und alles leise und dann kann man arbeiten. Und wenn Sie da reingehen, dann sehen Sie hier einen Blick in den Experimentaufbau. Das ist die ganze Elektronik, das ist der Kryostat, das heißt, das ist der Kühlschrank, mit dem wir der offene Kühlschrank, mit dem wir die Germaniumkristalle auf diese 1000stel Kelvin runterkühlen. Und das sind die einzelnen Detektoren hier. Das sind jetzt einfach so Kupferabschirmungen, das sind so Kupferbüchsen. Und in jeder dieser Büchse, mehr oder weniger, ist einer dieser Detektoren, der jetzt gerade hier seine Runde macht. Und das ist einfach nochmal schematisch der Aufbau. Das ist praktisch das Innere hier mit den Detektoren. Und dann gibt es trotz allem, trotz dass wir das Experiment tief unter Tage machen, noch viele andere Detektoren außenrum, um sicherzugehen, dass es keine kosmische Strahlung ist, dass es keine Radioaktivität ist, dass wir alles abgeschirmt haben. Und dann will ich gegen Ende hier mal einfach zeigen, wie sehen dann solche Daten aus, die man mit diesen Detektoren aufnimmt. Was ich jetzt hier in diesem Schaubild auftrage, ist hier das Verhältnis Ionisation zu Wärme. Ich habe schon gesagt, haben wir viel Ionisation, dann spricht es für ein elektronartiges, also für ein Radioaktivitätsereignis. Und hier aufgetragen die Rückstoßenergie, das Wärmesignal letztendlich. Und wenn ich jetzt mit einer radioaktiven Quelle an diese Detektoren rangehe, um einfach zu überprüfen, was liefert mir Radioaktivität für ein Signal, dann sehen wir, dass diese Ereignisse, jeder Punkt hier, blau ist ein Ereignis und das sind noch sehr viel mehr Ereignisse hier, die liegen alle hier oben in diesem Band, das man identifizieren kann als Band, in dem Elektronen getroffen wurden. Wir erwarten eigentlich unsere WIMP-Ereignisse in diesem roten Band da unten und wenn wir mit einer radioaktiven Quelle dran gehen, dann haben wir eben nur die Ereignisse da oben. Jetzt nehmen wir die Quelle weg.
setzen die Detektoren hin und messen lange Zeit in der Hoffnung, dass wir WIMPs finden. Und ein Ergebnis sieht dann so aus. Das ist im Prinzip wieder der gleiche Plot, Ionisation zu Wärme, das Verhältnis, Rückstoßenergie. Ein Jahr Messzeit mit diesen Detektoren. Wir suchen nach WIMPs. Und jetzt sieht man, jeder schwarze Punkt hier ist ein Ereignis. Auch jeder rote Punkt hier ist ein Ereignis. All diese Ereignisse liegen wieder da oben, wo wir sie aus Radioaktivität erwarten. Das heißt, wir messen Ereignisse, aber das sind offensichtlich immer noch Restradioaktivitätsereignisse. Und dann sind in diesem roten Band hier 5 rote Events. Hurra, 5 WIMPs, dunkle Materie gefunden. Nein, man muss natürlich gucken, das sind sogenannte Kandidaten, aber Sie sehen, da hat es auch ein paar andere Ereignisse. Man muss sich jetzt fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass auch mal ein Ereignis von dem Band da oben im Prinzip zufällig in dieses Signalband fällt. Und dann ist es so, dass wir 3 Untergrundereignisse erwarten und dann sind die 5 Kandidaten schon nicht mehr so auffällig. Ja, das kann sein, man erwartet 3 und man misst 5. Okay, das ist eigentlich das, was man als Untergrund erwartet. Das heißt, wir haben mit Edelweiss da jetzt schon nicht nur ein Jahr, sondern mehrere Jahre gesucht. Aber wir haben noch kein Signal, das uns sagen würde, jawohl, wir haben so eine Streuung von einem WIMP an einem Atomkern gemessen. Was heißt das jetzt in unserem Bild? Ich habe Ihnen das vorhin gezeigt. Ich verändere das Bild ein bisschen, aber die Achsen sind eigentlich die gleichen. Ich gucke es noch mal genauer an. Das ist also wieder die Wechselwirkungswahrscheinlichkeit und hier aufgetragen die WIMP-Masse. Beide Größen kennen wir nicht, aber wir suchen ja nach dunkler Materie, um das zu lösen. Wenn wir ein Signal hätten, dann würden wir das etwa so darstellen. Es wäre im Prinzip ein Punkt, wir hätten die Masse gemessen und die Wechselwirkungswahrscheinlichkeit. Und weil unsere Messung einen Fehler hat, ist es nicht nur ein Punkt, sondern halt eine etwas ausgedehnte Banane. Das ist einfach mit Fehlern. Wir haben aber kein Signal gemessen. Das heißt, wir kriegen nicht so ein Resultat. Wenn ich kein Signal messe, aber lange genug schaue, dann kann ich bestimmte Parameterbereiche ausschließen. Wenn die Wechselwirkungswahrscheinlichkeit groß wäre, dann hätte ich was sehen müssen, weil ich lang genug gemessen habe. Das heißt, ich kann eine Ausschlusskurve zeichnen und sagen, alle diese Bereiche darüber kommen nicht mehr für dunkle Materie in Frage. Kollegen, hier braucht er nicht mehr zu messen, da kann dunkle Materie nicht sein, sonst hätten wir sie schon gesehen. Und wenn man das jetzt alle Experimente weltweit, die durchgeführt werden, aufträgt in einen Plot, dann sieht der so aus. Sie sehen hier viele, viele Linien, alles Ausschlusskurven. Die haben alle nichts gemessen, wir haben weltweit eigentlich kein Signal. Und der hellgelbe Bereich ist jetzt der, der von allen Experimenten gemeinsam ausgeschlossen wird. Das heißt, wir haben zwar kein Signal gefunden, aber wir haben immerhin schon einen großen Bereich in diesem Graphen hier ausgeschlossen. Wir wissen, wo wir nicht mehr zu suchen haben. Und das ist unsere Edelweiss-Kurve hier, eine von diesen Kurven hier. Wenn man das Bild noch ein bisschen weiter anguckt, dann sieht man da unten natürlich in dunkelgelb eingetragen einen Bereich, wo wir, wenn die Experimente noch besser werden, irgendwann Neutrinos messen werden. Diese Neutrinos von der Sonne, die kommen nämlich auch unabgeschirmt durch den Berg durch, wie unsere potenziellen Dark Matter-Teilchen. Das heißt, wenn die Experimente besser werden, werden wir hier irgendwann an eine Wand treffen, wo wir plötzlich Neutrinos messen. Und dann wird es fast unmöglich, mit unseren Detektoren noch nach dunkler Materie zu suchen, weil wir dann einfach Neutrinos messen und die können wir nicht mehr weiter abschirmen. Die sehen wir einfach dann und dann wird es sehr schwierig, noch wirklich weiterzumachen. Nichtsdestotrotz, was Sie sehen hier, sind noch große weiße Bereiche. Das ist unerforschtes Territorium. Das sind Parameterbereiche, wo sich dunkle Materie verstecken kann. Und dementsprechend sind die viele, viele Experimente unterwegs, um in diese Bereiche hier noch reinzugucken. Das ist das aktuelle Feld, wirklich zu gucken, die Experimente weiter zu verbessern, um wirklich diese Bereiche auszuschließen oder hoffentlich eben in diesen Bereichen ein Signal zu finden. Das bringt mich zu meinem Ausblick. Ich habe Ihnen gezeigt,
was wir mit dem Edelweiss-Experiment machen, wie wir nach dunkler Materie suchen. Und hier, jedes Bild hier steht im Prinzip für einen experimentellen Ansatz, wie man nach dunkler Materie sucht. Experimente, die gerade im Aufbau sind oder die geplant sind. Es ist also, es wird unglaublich viel gemacht, in alle Richtungen geforscht, um diese dunkle Materie-Teilchen zu finden. Neben allen experimentellen Ansätzen brauchen wir auch die Theoretiker, die uns immer noch mal sagen, wo ist der vielversprechendste Weg, wirklich nach dunkler Materie zu suchen. Und allein, um diese Bilder zu erklären, könnte ich noch mal eine Stunde reden, aber das wird Sie, glaube ich, jetzt zu viel vom Glühwein abhalten. Ganz kurz noch mal einen Blick hier in die dunkle Materie-Suche, ein bisschen hier bei uns in Deutschland. Die Karte ist wahrscheinlich nicht vollständig, aber trotzdem, glaube ich, gibt sie schon mal einen Eindruck, wo, in welchen Universitäts- und Forschungsgruppen in deutschlandweit nach dunkler Materie gesucht wird. Rot eingefärbt heißt hier diese direkte Suche, die ich vorgestellt habe, also Streuung in einem Labor. Indirekte Suche heißt in den Himmel gucken nach extrakosmischer Strahlung, die durch diese Paarvernichtung kommen könnte. Also hier wird viel geforscht und es gibt natürlich auch viele, viele Gruppen in der theoretischen Physik und in der Kosmologie. Angekommen, ich hoffe, und möchte ganz zum Schluss noch mal daran erinnern, wenn Sie jetzt dann vielleicht noch einen Glühwein draußen trinken, vielleicht ist da ein Wimp drin. Vielen Dank.